eine PTK-Behandlung, das bedeutet phototherapeutische Keratektomie. Hier handelt es sich um einen medizinischen Eingriff, einen therapeutischen Eingriff an der Hornhautoberfläche. Es können mehrere Krankheitsbilder damit behandelt werden, zum Beispiel rezidivierende Erosion ist. Das bedeutet, wenn die Hornhautoberfläche einfach aufreißt, sie haben Schmerzen und dann muss man Kontaktlinsen tragen oder häufig einen Salbenverband tragen oder häufig die Oberfläche befeuchten. Dadurch können wir die Hornhautoberfläche regularisieren und sollten diese Probleme nicht mehr in der Zukunft haben.